Gut, einen wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar Forex-Pro-Systeme Live Trading, natürlich mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich hier heute Morgen zu früher Stunde zum Webinar begrüßen. Natürlich auch im Namen von FX Flat an der Stelle. Ich bin gespannt. Die Technik scheint ja jetzt zu laufen bei Thorsten. Was er mitgebracht hat, was er zeigen wird. Ich hoffe, Sie auch, aber das sind Sie natürlich immer. Und deshalb springe ich direkt mal zum Risikohinweis. Denn Sie kennen es alle, das Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Naja, bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Und am Ende ist es immer Ihre eigene Entscheidung, die getroffen werden muss. So, schnelles Intro, schnelle Übergabe, Thorsten. Zack, zack. Ups, der Florian übergibt sich. Nein. So. So, das sieht gut aus. Dann viel Erfolg. Gucke, der ist gar nicht da. So. Probieren wir es. Also, sorry erstmal an alle die, die schon 48 hier waren. Wenn man morgens entspannt seinen Rechner startet und das Ding Mac sagt dann, ein kritisches Update muss installiert werden und setzt alles auf Null, dann geht noch kein Mikro, da geht noch kein Lautsprecher, da geht nichts. Dann, wenn man da nicht so damit, ne? Na, Heiko, ich habe einen kleinen Weg, ne? Genau, ich hänge den weg, ne? Der kommt retour, mein Lieber. Der ist gespeichert. So, auch zum Frust von dem einen oder anderen haben wir heute die Aufgabe, den gestrigen Tag auseinander zu pflücken und den heutigen dann zu gestalten. Erstmal danke an Lutz für den Hinweis, dass die Zielbereiche überprüft werden müssen, nämlich nachdem man hier oben seine Uhrzeit aktualisiert hat. Das muss ich ja inzwischen fast jeden Tag machen. Ich weiß nicht, Flo, ob dir da was bekannt ist, aber bei mir ist jeden Morgen, wenn ich wohl gerade wenn ich den Rechner neu starte oder den Server neu starte, habe ich das Problem, dass die Uhr da oben blau ist. Jetzt ist sie ja nicht mehr rot, jetzt ist sie ja blau und Okay. mehr Also, sagt. da weiß ich nicht. Muss ich mal nachschauen. Gut, ist ja nichts Neues, dass du nichts weißt. Wow. Kann man ja auch mal so hinnehmen. Ja. Und da fehlt doch noch einer, oder? Da haben wir. Da nehmen wir den nach unten. Aufgrund dessen, dass mein so ein Update ist ja nicht schlimmer, wenn so ein Rechner dann am frühen Morgen sagt, ein kritisches Update muss installiert werden. Und wenn man dann so ein Windows-Fanatiker, nee, Gewohnheits-Windows-Benutzer ist, dann ist die Sache dann schon kritischer. Da muss man erstmal bei Google nachschlagen, wie kriege ich das Ding jetzt in den abgesicherten Modus? Und im abgesicherten Modus sagt mir dann mein lieber Rechner, bleib weg, der Florian ist da. Das weiß der schon vorher, dass ich da bin.
Ja, was denkst du denn? Das ist Mac, der weiß alles. So. Okay. Zack, das haben wir schon mal fertig für heute. Naja, die Uhrzeit hier oben stimmt nicht. Das hat nichts mit der Sommerzeit zu tun, glaube ich. Aber nächste Woche wird alles besser. Klar wird nächste Woche alles besser. So, erstes Szenario. War das gestern? Rückblick auf gestern. Rückblick auf gestern war, dass wir im Bereich Short bei 16,08 mit 8 Punkten Stop besser 10 bis 12 shorten können. Die erste Nummer hier war bei 92,95 kleine Shorts mit engen Stops. Und hier oben hatten wir dick und fett reingeschrieben, Short ab 1,16,08 mit mindestens 8 Punkten, besser 10 bis 12, nämlich um die 1,16,13 aus 1,16,13 aus A gleich C. Diesen Verlauf hat man dann gestern gegen späteren Vormittag. Zack, hochlaufen, einmal ganz kurz über die 95, durch die 92 durch, einmal kurz 95 angetitscht und dann zack, direkt runter. Die erste Nummer glattgestellt, die zweite dann mit 10 Punkten rausgenommen, war eine schöne Geschichte. Long-Positionen hatte ich für mich ausgeschlossen. Als rote Route hat mir gesagt, okay, er darf hier unten unter die 74. Unter der 74 darf er dann erst nochmal hoch, maximal bis an die 08 hier oben, A gleich C, bis an die 08, um dann ebenfalls nach unten wegzubrechen. So, jetzt schauen wir uns dieses Muster mal an, auch wenn das die News waren, woher die Marken oder was da, ob der News, ob die nur ausschlaggebend sind oder nicht, ist völlig Latte. Nochmal, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, wenn man fragt, ja, wie berücksichtigst du die News, die Zahlen, die da kommen, was sagen die dir, was machst du damit und. Ich mache immer gar nichts, interessiert mich nicht. Ich habe meine Marken. Meine Marken, die will ich anwenden. Und so war es dann auch. Hier nochmal hochgespiked, direkt 16,08. Wir durften ja bis maximal an die 13, um A gleich C zu vervollständigen. Geworden ist es dann die 15, ja, knapp die 16 oder genau die 16. Was ja auch nicht schlimm ist. Die 16 glatt ist es dann geworden. Da die hat dann auch schön hier oben Halt geboten, ja, um sich dann von da über Nacht wieder nach unten zu schaukeln. Wer jetzt diese Nummer über Nacht noch mitgenommen hat nach unten, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war der Plan hier gestern perfekt. Hoch, runter, hoch, runter. Genauso, wie wir es wollten. In dieser Kombination. Der einzige Bug in dem Plan war, dass wir den Ablauf nach unten schon ab der 87, 88, 89 geplant hatten und nicht ab der 92, 95. Kleine Ungenauigkeit. Aber dieser Plan ist ziemlich gut aufgegangen, wie man hier sieht. Den genauen Verlauf, den weiß morgens kein Mensch. Wir können uns Wahrscheinlichkeiten erarbeiten, was wir auch die letzten Tage jeden Morgen schön sauber auch gemacht haben. Wichtig ist, dass man genau diese Marken hier, die hier,
dass man sich die einzeichnet und so einen Plan erstellt. Woher auch immer, nach welchen Regelwerken auch immer. Selbst wenn ihr völlig fremde, völlig andere Regelwerke habt, nehmt diese Marken, zeichnet sie euch ein und diese Dinger hier, sowas hier, so eine Marken, die habe ich im Kopf. Und wer es gestern verfolgt hat, der hat eventuell auch gesehen, dass wir oder dass ich viel am Smartphone, am Handy mache, wenn ich das hinkriege. Warum? Weil ich genau diese Geschichten im Kopf habe. Ich habe meine Sperrzone hier im Kopf. Ja, ich weiß, das war eine steile Vorlage. Ich kenne den einen oder anderen, der hat viele Sperrzonen im Kopf. Bei manchen ist auch der ganze Kopf eine Sperrzone. Wichtig ist, dass man diese Marken hier, dass man diese hier sich einverleiht und wirklich auch behält. Wer hier im Bereich 1608, da, der ist mit diesem Spike hier reingeholt worden, auch während der News. Dann die Sperrzone einmal komplett durchlaufen, um dann direkt wieder hochzulaufen, hier ein nachlaufendes Hoch zu bauen. Und ich muss mal gucken, ob ich es auf Slack jetzt finde. Ich glaube, ich habe es sogar auf Slack gestern Abend kommuniziert. Könnte mich gerne verbessern, wenn das anders war. Oh, pop, 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 das ist DAX, das ist DAX, das ist DAX, Chance DAX. So. Genau, 19.02 Uhr. Der Euro kann die Runde gleich noch einmal nach unten machen. Ich ziehe dann mit. So. Und ja, diese Nummer haben wir. Dann, ich weiß nicht, wer es mitgenommen hat, aber genau diese Geschichte hier war prädestiniert. Schneller kann man keine 20, 30 Punkte einsacken. Wenn man so einen Plan hier perfekt oder, das heißt perfekt, klingt immer so nach Selbstlob, war es ja auch, wenn man sich so eine Sachen aufschreibt, ich erkläre das immer, ich habe hier dafür so eine Kärtchen liegen oder einen Schreibblock. Wer ab und zu mal in der Kneipe ist, hey, sowas gab es ja mal, ne? Die Älteren unter euch erinnern sich, wer ab und zu mal in der Kneipe ist, der konnte dann auch der Kellnerin schon mal so einen Schreibblock abluchsen, hier so einen kleinen, wo so einen Abreißblock, wo man dann schön die Marken aufschreiben kann und den Zettel kann man dann auch den nächsten Morgen einfach wegschmeißen, wenn man ihn mehr braucht. Also, der Verlauf hier gestern, ich könnte ja fast wetten, ich würde ja mal ganz frech nachfragen, ob einer unserer Jungs, ich habe da so den einen oder anderen in petto, so unser Banker oder unser Bäcker, fällt mir gerade auf, nur ein Buchstabe getauscht, deswegen hocken die beiden auch zusammen. Ob unser Banker oder unser Bäcker, einer von den beiden, denn diese Long-Nummer hier sogar mitgenommen hat. Ich habe es nicht getan, weil wenn ich vorrangig ein Short-Setup habe, lasse ich so eine Long-Setups gerne aus. Ich weiß ja nicht, was Andreas oder der Lutz oder so gemacht haben. Selbstverständlich, das war mir schon fast klar. So, ich mache im Moment nur 12 Pips, hat mir der Thorsten gesagt. Aber das war im Long, stimmt. Gut. So. Vor lauter DAX und DAU habe ich den Euro leider vernachlässigt. Ja, das ist genau unser Problem, wo ich auch nicht ganz unschuldig dran bin, weil der DAX momentan manchmal zu sehr forciert wird. Das Problem ist, wenn ich morgens diesen Plan hier fertig habe,
Aber dann müsst ihr mir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wenn ich morgens diesen Plan fertig habe und diese ganzen Marken hier fertig drin habe, dann und die Bilder bei Slack veröffentlicht wurden, weil der Lutz oder Andreas oder irgendjemand die Bilder dort hochgeschossen hat, weil er so nett ist, dann ist für mich der Tagesplan auch klar und erledigt. Und dann vergesse ich das, manchmal auch den zu begleiten, weil der Plan für mich völlig klar ist. Wenn der trotzdem intensiver begleitet werden soll oder werden muss, dann lasst es mich bitte wissen, dann werde ich das in Zukunft auch tun. Okay, das war der Tag gestern, ein hervorragender Tag. Das, was der DAX versaut hat diese Woche, das holt der Euro wieder rein. So. Ich habe gerade den Hinweis gekriegt, der DAX ist am Nachthoch. Gut, geht hier nicht. Ich habe da drunter Stop Order liegen. Am Nachthoch kann man diese Geschichte, was wir ja gestern auch gemacht haben, gestern Abend, das High bei 59 und hier war das High bei 58,55, kann man diese Geschichte starten mit einem SL von 25. Meine Positionen von gestern Abend sind aber noch drin. TP ziehe ich weg, den entscheide ich manuell. Nur ganz kurz zwischendurch. Okay, hier haben wir dann mal die Nummer für heute. Darauf achten, Uhrzeit hier oben einstellen, Zielbereiche einblenden, gucken, stimmt mein Plan, ja oder nein, meine stimmt. Wir müssen hierzu, muss mal ganz kurz die Markierung wegnehmen hier, sonst schiebt sich hier gleich eine ganze Menge hin und her. Ja, Doppeltop kann man da genauso. Jetzt kommt wieder gleich einer mit so einem komischen Viech, mit so einer Steckdosennase, mit so einer Schweinsnase um die Ecke und sagt, hey, guck mal hier, das ist ja auch noch das und das ist ja auch noch das. So ein Fellviech. Corona-Träger. Den DAX machen wir nach dem Euro. Die Position ist jetzt erstmal dort platziert und dann analysieren wir den. So viel Zeit muss sein. So, guck mal. Hier haben wir einen Plan. Den hat er gestern hier ganz kurz unterschritten. Demnach dürfte er rein theoretisch bis 1,1625, wir haben gesagt, Mindestanforderung an A gleich C ist A gleich C 1,1613 plus 1, also 1,1614. Ich weiß, der eine oder andere holt jetzt wahrscheinlich einen Taschenrechner raus und sagt, 1,1613 plus 1, was meint er da jetzt? 2,16 plus 13? 2,1613? Oder was meint er jetzt mit der plus 1? Nein, ich meine natürlich die 1,1614. Ja, Taschenrechner raus, hier, sowas. Ja, gehört auf dem Schreibtisch. Wir haben gesagt, Mindestanforderungen A gleich C von da kommen, ist ein Hoch über der 1,1613. Hier 1,1613,1 war hier das Hoch, das heißt 1,1614 brauchen wir. Wir sind im H1 und wir haben hier das High 1,1616, das High 1,1615,6, 1,1615. 1,1615, 1,1615,6, 1,1616,1, 1,1615,9. Wir haben
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden Kerzen, die genau da oben dran abgeprallt sind und dieses Ding jetzt Richtung Süden schicken. Die Shorts von gestern Abend lasse ich drinnen von der 1.16.08. Die lasse ich jetzt laufen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil wir müssen jetzt die Geschichte hier einmal umbauen. Wer hat denn die 1.16.08 gestern gegriffen? Gestern Abend, wer hat denn da geschortet? Und wer hat denn die Eier in der Hose gehabt, das Ding? Die Cojones. Wer hat denn die Cojones, das Ding laufen zu lassen? Kommt hier, hier sind über 100 Leute drin. Weit über 100 Leute. Ihr könnt ruhig den Finger heben, könnt ruhig sagen, guck mal, ich war's. Was ist hier los heute? Hast du die Chatfunktion abgeschaltet, Florian? Nee, habe ich nicht. Ist an. Habt ihr die Leute alle angerufen? Habt gesagt, pass auf, haltet morgen schön die Schnauze? Immer, weißt du doch. Seltsam. Ja, es sind aber jetzt schon ein paar Sachen reingekommen. Ne? Also Chat scheint so auf jeden Fall zu funktionieren. Ich lerne nur keine Trades. Deswegen bin ich ja jetzt bei dir, damit die Cojones wachsen. Ja, kauf dir schon mal Jogginghosen. Jens Frauke, das ist mir klar, das ist auch völlig in Ordnung. Aber der Andreas hat doch bestimmt das Ding geschortet, oder? Oder unser Lutz? So, ich hatte das im Chart nicht verstanden mit den 16.12 und 16. So, da sind wir noch lange nicht. Unser Hauptaugenmerk liegt auf Euro Pro. Irgendwann ist mal Feierabend. Ja, Feierabend ist immer dann, wenn es Geld zu finden. Genau. Okay, dann brauche ich mich ja auch heute nicht mehr so groß um diese Position zu kümmern, oder? Ist das richtig? So, dann fangen wir an zu schieben. So, A gleich C dort oben gestartet. Und wir haben hier unten, hier alles aus letzter Woche noch, Ziel aus dem Dreifach-Top und Ziele unten 1,1550, Ziel aus Fibonacci und A gleich C, fünfte Welle. So, Ziel hier unten 1,1514, A gleich C. Diese Abwärtsbewegung hier, die kann jetzt laufen. Ich muss jetzt ein bisschen aufräumen. Zack, bis dahin. Und damit geht mein TP auf 140. Diesmal arbeite ich mit einem TP. Für die, die es gehandelt haben, Ziel für Position von 1.16.08 gleich 140 Pips. Wir haben Anfang November. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht während den NFP oder so das Ding hier nach unten prügeln, einmal ganz kurz bis dahin und dann ein Monatsziel im Sack haben. Das ist ja das, was wir wollen. Also, ich jedenfalls, ich weiß nicht, ob ihr das wollt. So, das können wir alles wegnehmen hier. Das sind alles
Sachen, die durch sind. Die sind alle abgehandelt hier. Dreifach-Top ist aufgelöst. Und jetzt haben wir den Kram hier abgehakt. Die Marken lassen wir drin, die grünen, weil die jetzt dementsprechend bremsen können. So, und schon haben wir wieder ein sauberes Chartbild. Also, da kann man von sauber reden. So. Da. Diese Nummer lassen wir noch drinnen. Warum? Weil wir noch nicht am Ende sind. Wir haben das Ding zwar jetzt hier, das ist das, was wir sehen. Hiernach können wir jetzt handeln. Guck mal hier, die 1.16.18. Die 1.16.18 hier, die war was? Wer weiß es? Wer weiß es, woher kommt die 1.16.18? Ich gehe mir in der Zeit meinen Kaffee bestellen. Hallo, 1.16.18. Die hier, die grüne Linie, woher kommt die? 1.16.18.5. Zielbereich falsch. Ist im H1, haben wir letzte Woche zusammen auseinandergepflückt. Ich habe eben gerade gesagt, wir lassen die Linie noch drinnen. Ist nicht böse gemeint. Es ist nur mal, was bleibt im Kopf überhaupt hängen. Wir haben darüber gesprochen, dass ich mir solche Setups mache, um mir diese Marken auch zu merken, um sie tagsüber auch umsetzen zu können. Weil umsetzen kann ich sie nur, wenn ich sie mir merke. Das hier ist die Nackenlinie aus dem Dreifachtop. Da haben wir das Dreifachtop, da ist die Nackenlinie, da war das Ziel. Und diese Marken, wenn man sich die merkt, wenn man die im Kopf hat, dann weiß man, dass die nach oben bremsen kann. Was haben wir gestern gesagt? Was sollten wir tun? Was war der Tagesplan gestern? Wo sollten die Stops hin? Für die Shorts von der 1.16.08. 1.16.08 ungefähr haben wir gesagt, shorten wir mit welchen Stops? Ja, hier wird Moos nicht in der Nase gepopelt. Ihr dürft ein bisschen was tun. Die grauen Zellen dürft ihr anstrengen. Ne? Alle beide. Zehn bis zwölf. Eine Ahnung, warum 10 bis 12? Weil wir diese Linie drin haben, 1.16.14, 1.16.13 war das hoch, Mindestanforderung A gleich C, 1.16.13 plus 1, 1.16.18 ist die Linie aus dem Dreifachtop, die Nackenlinie aus dem Dreifachtop. Wir sehen auch hier, wie die gewirkt hat, da. Und genau solche Marken, die muss man dann mit den Stops auch dementsprechend abfackeln. Genau deswegen 10 bis 12 Punkte, je nachdem, wo man reinkommt. Kommt man bei der 7 rein, kommt man mit 10 Punkten aus. Kommt man bei der 8 rein, wäre es besser, wenn man 12 Punkte nimmt. Genau deswegen 10 bis 12 Punkte. Wir haben es extra genau deswegen so kommuniziert, dass das sein muss, um diese Geschichte hier abzufangen. Ist das verständlich? Gucken, ob ich es noch finde. Da. Mindestens 8 Punkte SL, besser 10 bis 12. Je nachdem, wo wir hier reinkommen. Ist das verstanden worden? Warum? Warum sowas sein muss? Um nämlich genau dieses Gejammer hinterher oder sich nicht selber irgendwo
die Pest zu ärgern, zu sagen, ach scheiße, ist doch vollkommen klar, guck mal, hier haben wir ein Hoch, da haben wir ein Hoch, hier haben wir ein Lang Doch, dort haben wir ein Doji, dort haben wir noch ein Doch, der hat den ersten Doch nicht überschritten. Klar, diese Marke hier auch mal gebremst und bla bla bla. Warum habe ich nicht? Genau dafür ist es wichtig. Genau dafür. Wenn man dann morgens aufsteht, ich weiß ja nicht, wann ihr aufsteht, aber es gibt ja Leute, die stehen hier morgens sehr zeitig auf, hier so in diesem, ne? So um 3 oder um 4, ne? Lutz der Bäcker startet dann sein Teichgeklecker. Da, ne? Und wenn man dann sieht, was hier passiert ist, dann kann man sich auch ganz getrost wieder hinlegen, kann seinen Stopp sogar hier dann reduzieren. Der eine oder andere hat es ja auch schon ein bisschen mit der Blase in unserer Altersgruppe. Und wenn man dann mal, bei mir liegt mein Smartphone immer neben der Keramikschüssel, damit man auch nachts, und eine Brille, ganz wichtig, und eine Brille, dass man da so halbgeweiht nochmal drauf gucken kann. So, für der Re-Entry, die Frage kam gerade, der Re-Entry ist, machen wir gleich im 5-Minuten-Plan. Jetzt ist wichtig, dass diese Kante hier einmal hält. Wir haben da das Tief, wir haben da das Hoch. Das ist das, was ausschlaggebend ist. Wir könnten einen zweiten Kanal einzeichnen jetzt, der aus diesem Tief hier entsteht. Und den dann dementsprechend vergrößern. Ja. Und so fackeln wir alle Punkte ab. So fackeln wir jetzt die entstandenen Punkte ab. Wir haben da das Tief, wir haben da das Hoch, da das Hoch nochmal geholt, dann runter dieses Tief. Heißt, im H1 ist ein Verlauf möglich, weil, sag mal, das ist ja das, was viele Händler auch sehen, dass wir jetzt hier runterlaufen, an die Kante. Dort heißt es für alle Positionen BE. Und dann sogar nochmal da hochlaufen. Das wäre eine Möglichkeit. Der Schluss daraus heißt, SL für Shorts BE, wenn 1,1575 angelaufen wird. Wenn man sich das einmal aufschreibt und sich es einmal hier rein triggert, dann hat man auch genau diese Geschichte und weiß, ups, okay, boah, diese 1,1575, die sitzt jetzt bei mir im Gehirn. Vielleicht kann der ein oder andere das ja mal trainieren oder macht das selber schon so, aber ich führe ja zwischendurch mit den Admins oder so mal ein paar Telefonate. So mit Andreas oder so, macht das ja ganz gerne mal, wenn ich im Auto sitze oder unterwegs bin. Und dann ruft man solche Marken aus dem Kopf ab. Dann braucht man die nicht mehr irgendwie groß kommunizieren, die sitzen im Kopf. Das heißt, hier unten gehen die Stops dann für diese Shorts BE. Diese Nummer nehmen wir raus, die haben wir erledigt. Da haben wir dieses Hoch, maximal A gleich C, den korrigieren wir hier. Und den Pfeil, den setzen wir jetzt mal um, weil wenn wir da hochlaufen sollten, da nochmal hinlaufen sollten, dann kann man dort diese Geschichte wieder shorten. So. Wir haben hier eine Nummer dazwischen, Stops
Das High haben wir hier bei 1,1606. Da ich jetzt gleich in den DAX wechseln werde, also erstmal in M5 und dann in DAX, werde ich den Stop jetzt Break-Even ziehen. So, Screenshots sind bei Slack. Ich habe Slack noch nicht gestartet hier. Sind ein paar Screenshots reingeflogen? Hier irgendwo ein Handy brummen, also vermute ich mal, dass irgendwas passiert. Irgendwo hier im Büro brummt sowas. Alles klar, vielen Dank. So, das vorausgeschickt, 72, 75 habe ich mir als Marke aufgeschrieben, 72 ist das Ziel aus dem Dreifach. Top, welches hier unten angelaufen werden sollte, und 70 haben wir die Kanal. Und damit gehen wir dahin. 72 haben wir hier, die 76 haben wir da, und damit ist der Verlauf ziemlich klar, aber schwierig zu handeln heute. So, und zwar 16 und die 85. Dieses ist heute keine Sperrzone. Keine Sperrzone am 04.11.2021. Wir haben uns die 72, die 75 habe ich mir dafür rausgeholt, dass mein Stop automatisch PE geht. Das hat sich jetzt erledigt, das habe ich manuell gemacht. Die 72 haben wir uns gerade rausgepult. Die 72 und die 70 ist die Unterkante des Kanales. Das heißt, wir müssen damit rechnen. 72, da. Mache ich jetzt ein bisschen kleiner. So. Ziellinie aus Dreifachtop. Ist aufgelöst. Also nicht, dass man jetzt denkt, oh, da kommt der nochmal irgendwie. Zack. Da, das ist die 72. Das heißt, die könnte man nochmal kurz unterbieten. Und wir haben 1,1570 Kanal Unterkante. Unterkante, bärische Flagge. Ja, 1,1570 ist da, die Kanal und der Kampf, die bärische Flagge. Das heißt, wir müssen hier unten damit rechnen, dass wir genau dieses Szenario nochmal durchlaufen. Ich werde es nicht handeln. Dazu ist mir jetzt viel zu viel Dampf drin und wir haben hier oben viel zu lange gebraucht. Ich werde die Long-Position nicht handeln. Ich werde zusehen, wenn ihr hier unten reagiert, meine Shorts neu zu starten. Ziele für Shorts 1,1460. Und bevor ich wieder Mega kriege, in Red. So, wenn der jetzt hier bremst und mir im H1, im M1 eine Umkehrformation baut, ich baue den jetzt sofort mal, oder ich packe den jetzt mal sofort um. Wir sehen hier, guckt euch mal die Reaktion an. Mein SL geht jetzt
für die Shorts auf 1,1580 auf 28 Punkte. Jetzt. Einundachtzig habe ich. Da. Schreibe ich schnell dazu. Aus dem ganz einfachen Grunde, warum habe ich das jetzt gemacht? SL für Shorts von 1,1608 auf 1,1581. Warum habe ich das jetzt gemacht? Hallo? Um einen möglichen Rücklauf abzusichern, genau. Umkehr im M1, der Jens, ey. Zu viel Support unten durch die Zielbereiche, genauso sieht es aus. Ich will meine Gewinne absichern und wir haben hier zu viele Nummern. Wir haben hier nochmal die Nummer, die 72 aus dem Dreifachtop, die unten gebremst hat. Wir haben 1,1570, haben wir die Kanalunterkante. Wir haben bei der 72 einen Zielbereich. Wir haben bei der 66 den nächsten Zielbereich. Und das heißt, wenn wir jetzt ein neues Tief bekommen, geht mein Stop dort drüber. Über die 78, dann geht er auf die 79. Sobald wir hier im M1 ein neues Tief bekommen, geht mein Stop auf die 79. Den werde ich jetzt schön sauber hinterher trailen. Genau, um bei einem stärkeren Rücklauf erneut Short zu gehen, ohne die Gewinne wieder abzugeben. Genauso sieht es aus. Ob der Verlauf nun wirklich so funktioniert, weiß ich nicht. Wir können ja genauso gut, schauen wir nochmal zurück hier, diesen Lauf gehen. Wir können jetzt hier unten die Nummer anlaufen, da, diese Tiefs hier, und dann kriegt er eine geknallt und rennt zurück, wie bekloppt, wie mal eben 60 Punkte nach oben, um die Kanaloberkante nochmal zu holen und die Stops hier oben drüber abzuräumen. Das ist nicht unwahrscheinlich. Aber ich werde die Long-Nummer nicht handeln, sondern ich werde mir dann hier oben neue Shorts suchen. Das ist ausschlaggebend. Da, zack, guck mal hier, mit einem Rutsch. Und schon geht mein Stop. Da haben wir die Kanalunterkante. Aber haargenau. Jetzt gehe ich sogar noch ein Stück weiter und lege mein SL auf die 78. Und schon kann ich das ändern. Kleiner Augenblick, ich muss es auch tun. Ne? So. Schon geht mein Stop auf die 78. Wir haben alle Ziele hier unten angelaufen. Jetzt dafür die 66, das beobachten wir jetzt mal. Wir kümmern uns noch um den DAX, aber es dauert noch ein bisschen. Nochmal, DAX ist bei uns on the top. Im Vordergrund steht immer der Handel im Euro nach Euro Pro. Beziehungsweise nach unseren Zielbereichen. Ich sehe gerade, dass meine Face-Lampe hier irgendwie schwankt. Die ändert das Licht immer, ich weiß gar nicht warum. Ich denke schon, ich habe Hallus. Kekse von Lutz gegessen. So, wir wollten ja noch einen Plan erstellen. Den haben wir bis dahin.
Und jetzt haben wir ja das seltene Glück, sowas auch mal live zu verfolgen. Wenn euch das langweilt, könnt ihr das gerne sagen. Ne? Im Ignorieren bin ich gut. Ja, genau diese Nummer. Jetzt ist die Frage 1,1608. Wir waren jetzt im Tief bei 1,1569, fast 40 Punkte vorne. Wisst ihr was? Wir haben Monatsanfang, ne? Wenn er hier runterläuft, nehme ich 40 Punkte eventuell mit. So, okay, wir sind bei der 72. Diese Position werde ich jetzt im M1. Schauen wir uns das an. Da ein Engulfing. Dieses Engulfing ist jetzt nach oben bestätigt. Ich ziehe glatt. Jetzt schreibe ich schon Euro Shorts von 1,1608 gleich Exit 1,1572. Jetzt. Kleine Kerze, Ziele abgefackelt, bullisches Engulfing bestätigt, raus. Das machen wir jetzt mal wieder ein bisschen größer. So, und damit ich nicht wieder Mecker kriege, machen wir das auch gleich richtig und machen das auch gleich in der richtigen Farbe. Jetzt schauen wir uns dann mal an, wie der 5 Minuten hier reagiert. So, und dann machen wir hier oben einen neuen Entry. Wir sind hier runtergelaufen und wir machen einen neuen Entry. Ich schreibe das auch in Rot. Neuer Entry 1,16,1,16,27. Das entspricht auch dem Lauf hier unten und demnach können wir dann auch dort oben, dann kann die rote Route hier jetzt beginnen. Okay, Euro erledigt, oder? Ich habe vorhin erklärt, dass ich diese Geschichte nicht long handeln werde. Das ist mir zu heiß. Für Händler, die 1,1608 nicht erwischt haben und diese Short-Nummer nicht mitgenommen haben, ist das hier so ein bullisches Engulfing. Natürlich eine schöne Long-Nummer, da hast du vollkommen recht. So eine Geschichte im M1 kann man natürlich an solchen Marken, das ist jetzt mein Fehler, kann man natürlich an solchen Marken hervorragend long handeln. Nehmen wir mal diese Kerze, das Low 69,7, das Hoch 71,3. Das heißt, diese Kerze hat man gerade 2 Punkte. Long und dann den Stop hier unten drunter, das Low 69,5. Das heißt, wenn man hier mit 5 Punkten Stop reingeht, kann man auf jeden Fall bis zur 85 die 10 Punkte Long handeln. Ich hoffe, du hast es getan und nicht nur geschrieben. Oder hast du gewartet, bis Papa sagt, oh mein lieber Haben, und gehst du jetzt ein bisschen Long? Oder hat man die Cojones, so eine Entscheidung alleine zu treffen?
Ich für mich habe beschlossen, diese Long-Position nicht zu handeln. Ich habe es vorhin gesagt, dass ich auf Long-Position verzichte. Warum hedgest du den Short nicht? Mein lieber Andi, du wohnst in der gleichen Ecke oder nicht so weit weg wie von der Ecke, da wo ich gelebt habe oder da wo mein Gehirn ausgebildet wurde, nämlich auf dem platten Land. Und auf dem platten Land bleibt das manchmal, bleiben die grauen Zellen manchmal ein bisschen zurück. Mein Friesenhirn kann nicht so viel verkraften. Einen Euro Short im Kopf, einen Euro Long im Kopf und einen DAX Short im Kopf und die dann zu verarbeiten, nein. Ich kann jetzt erstmal Luft holen, kann sagen, okay, diese Nummer haben wir und kann mir jetzt neue Setups hier erarbeiten. Das wäre mir jetzt ehrlich gesagt zu viel. Übermut tut selten gut. Und wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis tanzen. Wenn man denn tanzen kann. Ich habe Ziele erarbeitet, ja, aber ich habe von vornherein gesagt, ich werde Long-Positionen hier eher nicht handeln. Das Risiko, dass er jetzt nach unten rausklatscht, da, zack, das Risiko, dass er den Kanal hier unten verlässt und A gleich C durchzieht, ist mir einfach zu groß für Long-Positionen. So, wenn, nehmen wir mal dein Beispiel. Ich finde, aber sehr schön, wenn das ein bisschen, wenn man das ein bisschen, oder wenn das ein bisschen interaktiv wird, finde ich sehr gut. Das Risiko besteht nach A gleich C, dass wir hier nach unten diese Nummer durchziehen. Schaut euch mal diese Nummer hier an, diese Muster und diesen Verlauf. Er hat hier angefangen zu fallen, hat dann ganz kurz korrigiert und ist dann einem Rutsch nach unten weggesackt. Wir hätten rein theoretisch Zeit bis heute Börsenschluss. Bis zum Börsenschluss sollte der hier unten an der 1,1460 eigentlich ankommen. Das Risiko hier ist sehr groß, dass er diese Nummer nach unten durchzieht. Mich dann mit Longs dagegen stellen, ist mir zu mutig. Die Eier habe ich nicht in der Hose. Zumal ich ja noch andere Positionen im Markt habe. Die Idee von dir, diese Geschichte nach dem M1 hier zu hedgen, die ist natürlich sehr gut. Die Shorts drinnen lassen. Danke für den Hinweis. Aber wie gesagt, mein Friesenhirn muss den Short verarbeiten, mein Friesenhirn muss den Long verarbeiten, mein Friesenhirn muss den DAX-Short verarbeiten und muss den Hedge verarbeiten und muss hier auch noch ein bisschen was erklären, muss dem Florian noch erklären, wie Börse funktioniert und muss das auch noch mit einem anderen Norddeutschen hier ausdiskutieren. Und dann soll er auch noch Platz singen, ich habe einen Lütten weg. Ne? Man kann nach dem M1 mit einer kleinen Nummer diese Kiste abhatchen, ist vollkommen richtig. Dann sagt, okay, wenn man konzentriert ist, wenn ich alleine bin, würde ich sowas sogar eventuell tun. Diese Marken hier unten benutzen, diese Umkehrformation mit einem Hedge versehen, hier eine Long-Position mit dazu nehmen und hier nach A gleich C vielleicht die beiden Schwünge nach oben mitnehmen. Hier Stop Break Even ziehen und dann sagen Hop oder Top, es kann nichts mehr passieren. Das ist dann die ganz hohe Schule, aber die wird auch dann circa wird wahrscheinlich circa 80% der Händler hier oder bei uns in der Community wahrscheinlich überfordern. Weil das ist wirklich die hohe Schule, wo man diese Marken perfekt im Kopf haben muss. Das ist nichts zum blind hinterher. Aber danke für die Idee. Perfekt. Perfekt gedacht, mein Lieber. So, wenn es den Kanal nach unten verlässt, wartest du dann einen Rücklauf zurück ab? Ja. Selbstverständlich.
Und zwar, na, wenn er jetzt hier nach unten rausgehen sollte, habe ich den Vorteil, ich kann ihn hier, so, das kann ich rausnehmen, brauchen wir nicht mehr. Wir können jetzt hier nach unten, ich kann die Linien umbauen, hier nach unten raus. Da, nee, das wollten wir nicht. Doch, den lassen wir mal, weil wir müssen auch hier damit rechnen, einen Fehlausbruch nach unten und dann noch einen Fehlausbruch nach oben, der fehlt noch. Seht ihr das? Das kann passieren und Linie blau, um die Shorts fortzusetzen, dann blau, da, dann würde ich genau diesen Rücklauf abwarten, hier wieder an die 72 und an der 72 neue Shorts suchen mit dem Ziel da unten. Und das in Blau. Neue Shorts, circa 1:15:72 nach Verlassen des Kanals. Das heißt, wir brauchen einen Fehlausbruch, da die Kanalunterkante hat er hier haargenau erwischt. 68,5 ist die Kanalunterkante und das Low bei 69,5. Der hat genau einen Tick über der Kanalkante hier gedreht. Haargenau. So, deswegen meine Shorts raus, das ist erstmal eine Idee. Und dann schaue ich mir den ganzen Kram um 9 mal an, vielleicht kann man ja über einen kleinen Long nachdenken. Aber das hier wäre der Plan, um die Shorts weiterzuziehen, diese Bewegung, bärische Flagge und dann soll es bitte schön auch nach unten weitergehen. Sehr gut, okay. Jetzt kümmern wir uns mal noch um den Klon hier. Viel macht er ja nicht. Doppeltop hat er gehalten. Ich muss hier im DAX die 9 Uhr abwarten. Das Problem, was ich im DAX habe, ist, jetzt habe ich hier was drinnen, nehmen wir den hier, ist, dass wir Punkt A, ich lösche hier mal alles, wir haben das alte ATH, ich muss das erstmal kalibrieren, okay. Wir haben das alte ATH, haben wir da. Wenn ich mir das jetzt angucke, bei der 33, glaube ich, war das. Da haben wir das alte ATH. Wenn ich mir das angucke, was hier passiert ist, eigentlich nichts. Ein Bruch von einem ATH. Da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Wir haben entweder ballert der hier durch und rennt weg wie blöd. Oder er wird hier schön langsam drüber geschoben, was in der Regel zur Folge hat, dass dieses Geschiebe ziemlich zügig wieder abverkauft wird. Alles kann, nichts muss. Einzig handelbare Setup. Hier nach oben sind wir im Nirvana. Im Nirvana handle ich nicht. Das dürftet ihr wissen. Shorts habe ich platziert. Wir haben hier oben ein Doppeltop. Bei 16,59. Da haben wir ein
So, da haben wir einen Doppeltop. Nackenlinie haben wir hier unten. Das heißt, dieses Muster nach unten abgetragen. Ich beschrifte es auch gleich noch. Das werde ich wohl handeln. Und dann sind wir am Ziel von diesen Hochs, wo er gestern dran gescheitert ist. 15,968, da, das wäre das Ziel. Das ist das Setup, was ich jetzt handle. Geschortet haben wir eben gerade. Doppeltop. Ich mache es auch rot. Jetzt kriegt der Markus wieder Augenkrebs. Und der Andi meckert mit mir. Nackenlinie. Und fehlt noch das Ziel. So. Ich habe von gestern Abend noch Shorts drin. Ich habe bei der 96 geschortet und bei der 35. Shorts im Markt 15,996 und 16,035. Und vorhin von der 42 und 16,043. Stops dafür liegen bei der 80. Stops dafür 16,080. Die haben wir über Nacht dorthin gelegt, damit wir eventuelle ATHs, die ja nur auch gekommen sind, abtacken können. So, das ist die Geschichte, die einzige, die ich jetzt handeln kann, die ich jetzt handeln werde. Und den Rest muss ich jetzt abwarten. Lutz hat die Gruppe verlassen. So, damit bin ich jetzt auch schon endlich durch. Bin am Ende, ihr habt mich heute geschafft. Florian hat mich strapaziert. Der Ziel-Doppeltop wäre auch ein Gap-Close. Genauso sieht's aus. Wo haben wir ihn denn jetzt? Wenn er das schließt, hätten wir genau dieses Gap auch geschlossen hier, weil das hier ist alles außerhalb vom Xetra gehandelt. Dieses Ziel hier unten wäre auch, deckt sich ungefähr mit dem Gap, was von gestern 17.30 Uhr bis jetzt gerissen wurde. Okay. Diese Nummer ist handelbar, diese Nummer ist umsetzbar. Bei 59 ist das Gap, selbstverständlich. Machen wir auch noch. So. Zufrieden so. Gap close. Ist es so recht? Die Dame und der Herr? Da seid ihr beide euch einig, ne?
Ihr triggert nebenbei über Facebook, ich sehe das. Und sprecht euch gerade ab, wie machen wir den Kleinen mal fertig. Ja, die beiden, die flirten immer den ganzen Tag, flirten die über Facebook und was ich alles. Das sind so eine Social Medias Junkies hier. Und so, also das sind die Ziele nach unten. Wenn die Nackenlinie bricht, dort drunter werde ich die ganze Kiste aufstocken. Und zwar massiv. Da drunter aufstocken mit einem Take Profit bei der 70. TP für alle Shorts 15,79 beziehungsweise LPO. Kann sich aber, wenn ich das noch ändern sollte, werde ich es auf Slack kommunizieren. So, letzten Screenshot und dann verabschiede ich mich. Und wir sehen und hören uns wieder, wenn alles glatt geht, nächste Woche Dienstag in den Morgenstunden, meine Lieben. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Meine, außer Thorsten W., nimmt ja niemand mit. Und ihr konntet das hier, oder könnt ein Teil davon, den ihr hier lernen konntet, ein bisschen umsetzen. Und hoffe, ihr konntet auch eure Punkte einfahren. Und wir sehen und hören uns wieder am Dienstag früh. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten. Danke dir, Thorsten. Danke auch an die Teilnehmer. Dass du... Bitte? Was? Da war ja noch Hast einer. Ha, ja, sicher. Ich bin nie weg, ich bin immer da. Ja. Weißt du doch. Pass immer auf, dass alles glatt läuft. Dich immer im Blick. Okay. Danke übrigens. Die Blumen, sehr werthaltig. Hat mich überzeugt, gerade zum US-Dollar. Sehr gerne, Ralf. Siehst du mal. Gut, dann von meiner und von FXLit Seite aus auch nochmal vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie bis zum Ende so dabei waren und auch fleißig mitgemacht haben. Danke dir, Thorsten. Und für mich bleibt nicht mehr zu sagen als schönes Wochenende. Passen auf Ihre Positionen auf, bleiben Sie gesund und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.